Herzlich willkommen zu den Depotgeschichten, einer neuen Sendereihe bei TV Schwerin im Zusammenhang mit den Museen der Landeshauptstadt Schwerin. Wir möchten Ihnen hier besondere Objekte der stadtgeschichtlichen und der volkskundlichen Sammlung zeigen und Ihnen so Besonderheiten der Schweriner Geschichte und der Umlandsgeschichte präsentieren. Mein Name ist Jakob Schwichtenberg. Heute möchten wir Ihnen ein Bild vorstellen, das auf dem Erstblick fast gar nichts mit Schwerin zu tun hat. Wir sehen hier eine Frau, die mit betenden Händen in Andacht versunken, den Betrachter überhaupt nicht anblickt. Und wenn man genau sich ansieht, dieses Bild, dann entdeckt man auch, es gibt sogar eine Vorlage dafür, denn dies ist hier nur ein Kunstdruck. Das Original hängt in den Uffizien in Florenz und ist von Filippo Lippi, heißt Maria, das Kind anbetend. Und wie Sie sehen, bei der Vorlage im Vergleich mit der Kopie hier, haben wir hier doch eine deutliche Verkürzung. Es ist der rechte Bildrand beraubt bzw. bereinigt. Wir haben nur noch eine Konzentration auf Maria. Und dieses Bild, was hat es mit Schwerin zu tun? Dazu müssen wir uns die Rückseite angucken. Wie Sie sehen, sind die Angaben, die ich Ihnen eben genannt habe, schon hinten vermerkt. Das Besondere ist in dem Fall gar nicht mal unbedingt das Bild, sondern der Händler, der hier noch am Bilde hängt. Wir haben hier die Kunsthandlung Otto Michaelsen aus Schwerin. Sie sehen auch die Adresse Friedrichstraße Nummer 14. Wie Sie auf dem Etikett lesen konnten, ist Otto Michaelsen nicht nur der Händler gewesen, sondern in dem Fall auch derjenige, der die handwerkliche Arbeit vollzogen hat. Er hat es gerahmt, er hat es gefirnest, er hat es aufgezogen. Otto Michaelsen wurde 1860 in Schwerin geboren, entstammt einer Malerfamilie und sein Bruder betrieb auch dieses Gewerbe weiter. Er selbst wurde Bildhauer, war lange Zeit in Berlin auch tätig und kam etwa um 1900 wieder zurück nach Schwerin und begann 1902 in der Friedrichstraße Nummer 14 seine Kunsthandlung zu eröffnen. Zunächst bescheiden, sie wuchs immer mehr. Und bereits 1905 stellte sich nicht nur der erste wirtschaftliche, sondern auch der gesellschaftliche Erfolg ein. Er wurde zum Hoflieferanten des Großherzogs ernannt. Auch in den nachfolgenden Jahren, sicherlich angespornt durch diese Auszeichnung, bemühte sich Michaelsen nicht nur Kunst weiterzuverkaufen, sondern auch die heimischen Künstler zu fördern. So veranstaltete er 1908 mit Hilfe des Großherzoglichen Industriefonds eine erste mecklenburgische Künstlerausstellung, bei der das Who is Who der damaligen Kunstszene vertreten war. Unter anderem der Bildhauer Wilhelm Wandschneider, der Maler Franz Bunke, der Arnshoper Künstler Paul Müller-Kempf, aber auch Rudolf Bartels oder Karl Staudinger waren dabei vertreten. Es sollten in regelmäßigen Ausstellungszyklen verschiedenste Künstler vorgestellt werden. Doch bereits nach einem Jahr musste Otto Michaelsen feststellen, dass er mehrere tausend Mark Schulden gemacht hatte. Er setzte nach dieser Ausstellung zunächst aus, versuchte wieder anzuknüpfen, allerdings verstarb Otto Michaelsen bereits Ende der 20er Jahre. Sein Sohn Theodor führte die Geschäfte des Vaters fort und ergänzte das Geschäft noch um eine Rahmerei. In den 30er Jahren begann eine neue Ausstellungstätigkeit und auch ein zweiter Geschäftssitz in der Münzstraße folgte. Schließlich existierte das Geschäft bis in die 1950er Jahre und danach hörte der Geschäftsbetrieb Otto Michaelsen auf. Bis heute ist die Kunsthandlung Otto Michaelsen eine der Kunsthandlungen Schwerins gewesen und die Erinnerung daran finden sich sicherlich auch bei Ihnen, wenn Sie vielleicht eine alte Schweriner Familie sind oder auf dem Flohmarkt oder im Kunsthandel mal ein Gemälde erworben haben, wieder, wenn Sie das Gemälde umdrehen und Sie vielleicht die kleine Händlermarke von Otto Michaelsen wiederfinden. Wir sind in der Friedrichstraße vor dem Wohn- und Geschäftshaus von Otto Michaelsen vor der Nummer 14 angelangt. Die Friedrichstraße war so etwas wie das Einkaufszentrum der Schweriner Bevölkerung im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert. Hier war ein Hofschneider, hier waren Hoffriseure, hier waren Schokoladenläden, Zigarrenläden, der Kunsthandel von Otto Michaelsen, eine Bank, Musikalienläden, eine Buchhandlung und vieles andere mehr. Also Sie merken, ein Warenportfolio, das durchaus für eine Residenzstadt ansehnlich ist.
Ganz bewusst hat Otto Michaelsen dieses Haus hier ausgewählt und später es auch gekauft, 1908. Und er verweist nicht nur auf sein Geschäft mit dem Haus, sondern auch auf seine Familiengeschichte und auf seine eigene Biografie. Zum 25-jährigen Geschäftsjubiläum Mitte der 20er Jahre ließ er von dem Architekten Erich Bentrup die Fassade des Gebäudes neu gestalten und Stuckaturen anbringen, die auf die Verkaufszweige seines Geschäftes und auf seine Biografie hinwiesen. So sehen wir dort das Zunftwappen der Maler, denn er selbst stammt aus einer Malerfamilie und sein Bruder führte dieses Geschäft auch weiter fort. Auf der linken Seite ist es. Und auf der rechten Seite gibt es einmal das Zunftwappen der Holzbildschnitzer. Dieser Passion ging er selber nach und fertigte hier 1910 zur Geburt des letzten mecklenburgischen Erbgroßherzogs Friedrich Franz auch eine Krippe an, die im Auftrag der Damen der mecklenburgischen Ritterschaft hergestellt wurde und hier in den Schaufenstern auch ausgestellt wurde. Die beiden Symbole in der Mitte verweisen wiederum auf das Geschäft. So haben wir einmal den Merkurstab als Handlungsunternehmen, natürlich ganz symbolhaft dafür gewählt, und die Malerpalette mit dem Pinsel, die sicherlich auf die Kunstmaler aufmerksam machen soll, die hier ihre Werke ausstellten. Ganz oben in der Mitte sind die Initialen Otto Michaelsens angebracht, verschlungen ineinander. Und so, wenn man heute den Blick noch nach oben wirft, wird man immer wieder an den ehemaligen Kunsthandel Otto Michaelsen erinnert. Das war die erste Ausgabe unserer neuen Sendereihe Schweriner Depotgeschichten. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.